geht das. Okay. Jetzt geht das? Nee, da muss. Ja? Okay. Also Stefan hat das angesprochen. Ich habe bei Facebook eine Gruppe gegründet, vom Herzen geben. Und ich habe die meisten, die halt natürlich auf meiner Seite auch sind, also die ich so ein bisschen kenne, auch eingeladen. Ihr dürft natürlich auch gerne einladen, andere Leute, die ich nicht kenne. Ich werde die wahrscheinlich dann später kennenlernen. Ich finde dabei gerade das schön, wenn wir uns persönlich kennen und uns wirklich unterstützen. Und was ist jetzt dabei, wenn wirklich irgendjemand hier, keine Ahnung, ich sage jetzt mal etwas, ja, man soll ja klein anfangen, hat 250 Euro irgendwo, wo jemand unheimlich nervt, weil er die Telefonrechnung nicht bezahlt hat, ja, und ruckzuck wird daraus 500. Wenn wir helfen, dann hat er das bezahlt und fertig. Und sonst zahlt er dann den Banken Zinsen und Zinsen und Zinsen. Und genau das passiert hier ganze Zeit, ja. Und ich meine, wir könnten uns versuchen, uns gegenseitig zu helfen und nicht heute, von heute auf morgen, aber von Stück uns von diesem System zu befreien. Das ist das einzige Lösung, denke ich, was wir machen können. Ja, natürlich. Und wenn wir uns immer wieder helfen, nur ein Stück rauszukommen aus diesem System, und wir brauchen dieses System immer weniger, ja, und vielleicht kommen immer mehr Leute dazu, die dieses System nicht mehr brauchen, und dann wird sie zusammenfallen, wie ein Kartenhaus. Was sollen wir da machen? Also traut euch wirklich zu sagen, hey, ich habe da ein Problem. Ja, wenn wir genug Leute haben und dann gibt jeder 5 Euro und der Mensch hat ein Problem weniger, was ihn wirklich wahrscheinlich sehr, sehr stark belastet und wegen dieser Belastung gar keine Kraft hat, irgendwelche Arbeit mitzumachen, um weiterzukommen in sein Leben, weil er die Schulden an der Nacke hat. Ne? Und manchmal fängt das wirklich ganz klein an. Also traut euch einfach zu sagen, wenn ihr Hilfe braucht. Ja? Weil hier sind die meisten Menschen sagen, okay, kann ich helfen, helfe ich. Aber sie trauen sich nicht zu sagen, hey, ich brauche auch Hilfe. Na? Okay? Dankeschön. Magst du was sagen, Maya?